Praktisch jede Branche in der Schweiz ist betroffen. Mehr als 250'000 offene Stellen. Es herrscht Fachkräftemangel. Viele Unternehmen sind verzweifelt, aber was kann man aktiv machen? Über das rede ich heute mit dem Urs Kasti, dem Gründer der beiden Plattformen Justi und Professional.ch. Ich bin der Marc Purchet und das ist die 12. Folge von Inside Berufsbildung. Ja, hoi Urs, schön bist du da. Ciao Marc, freut mich. Für die, die dich nicht kennen, die zuhören, kannst du kurz sagen, was machst du in deinem Alltag? Ja, also im Moment coache ich vor allem meine Geschäftsführer. Ich habe ja in den letzten Jahren Justi und Professional aufgebaut und jetzt ist das in der Hand von jungen Leuten, die Projekte leiten und ich bin vor allem Coach und Unterstützer von denen. Sehr gut. Ja, die jungen Leute, man hat gerade diese Woche wieder gelesen, der Baumeleist zu der Digitalisierung war in St. Gallen an der HSG gewesen, also das ist immer ein Thema. Und vor gut einem Jahr ist auch viel berichtet worden, ist der Baumeleist in die USA gereist und man tauscht sich ja regelmässig auch aus mit den USA über das Bildungssystem. Und ich möchte eigentlich mit einem Zitat starten, weil dort mal hat die NZZ geschrieben hatte, wenn der Baumeleist in die USA geht, soll er doch den Tipp geben, den Amerikanern, dass die, die Berufslehre nur als Ausweg sehen für die Jugendlichen, die nicht ins Gymi arbeiten, die haben eigentlich wirklich das Schweizer System gar nicht verstanden. Ja, was sind deine Gedanken zu dem Zitat? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es schwierig, den Amerikanern Tipps zu geben. Aber die Kernaussage stimmt natürlich total, bin ich 100% einverstanden. Die meisten internationalen Länder, die unser Bildungssystem anschauen, haben es von Anfang an nicht verstanden. Die Berufslehre ist viel mehr als das. Es hat einen wahnsinnig hohen Effekt auf die Fachkräfteentwicklung, dann auf die Jugendarbeitslosigkeit und auch auf das Thema Integration in den Kulturen. Und das ist den meisten nicht bekannt, auch das Zusammenspiel zwischen den Firmen, dem Staat und dem Lehrbetrieb und das ganze System ist den meisten nicht bekannt. Darum haben sie auch viele Unterstützung. In der Schweiz macht das DTH, wenn ausländische Delegationen zu uns kommen und sich informieren wollen. Das ist vielleicht gar noch spannend. Was glaubt denn jetzt auch eine ETH oder auch was glaubst du, ist denn das Modell, die Schweiz ist ja, sagen wir immer, auch ein speziell kleines Land und alles, ist das überhaupt, wäre das transformierbar sozusagen auf ein grosses Land oder ist das einfach die Schweiz als Eigenheit? Das ist eine ganz gute Frage. Es gibt ein Projekt in Amerika, das privatwirtschaftlich getrieben ist, das diesbezüglich schon sehr weit ist. Und so wie es aussieht, wird das erfolgreich sein. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass es eine grosse Herausforderung ist. Bei uns in der Schweiz ist das organisch gewachsen über viele, viele Jahre. Und man kann das nicht einfach so schnell adaptieren. Und dann gibt es in vielen Staaten auch sehr viel zentralistischere Tendenzen. Und die haben natürlich die Neigung, auch eine Berufsbildung zentralistischer aufzubauen, was eine echte Herausforderung ist. Also auch das politische Umfeld spielt eine sehr wichtige Rolle. Gut, ich möchte aber heute nicht zu fest auf Amerika eingehen, ist gleich aber spannend, was auch passiert in Zukunft. Aber wichtig ist, gerade auch in den letzten Wochen ist wieder viel berichtet worden über den Fachkräftemangel, dass er auf einem Rekordhöhe sei, gerade gewisse Branchen, auch zum Beispiel IT-Pflege, die besonders fest betroffen ist. So, laut den aktuellsten Zahlen, das Personalunternehmen X28 hat es vielen Medienhäusern auch geliefert, sei jetzt im Oktober jetzt über 260'000 offene Stellen gewesen. Also wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, das ist eine brutale Zahl in einem Land von mehr als 8 Millionen Einwohnern, aber weniger als 9 Millionen Einwohner. Die Ursachen sind ja verschieden, wir haben die Alterspyramide, wir haben also Babyboomer, die in Rente gehen, geburtenschwache Jahrgänge. Wir haben so eine Tendenz Richtung Abwanderung, zum Beispiel auch Portugal ist so ein Land, das recht boomt, wo jetzt auch viele wieder zurückgehen, weil es dort halt auch gute Aussichten haben, gute Jobaussichten. Wir haben Hochkonjunktur, also genug Arbeit. Es sind so verschiedene Faktoren, können wir jetzt auch nicht alle beeinflussen, aber was ist so der Faktor, der dich am meisten beunruhigt, wenn du in die Zukunft schaust? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, alle drei Faktoren beunruhigen ist ein schwieriges Wort. Ich meine,
Als Unternehmer ist man gewöhnt, Probleme zu lösen und wir haben, oder Herausforderungen zu lösen. Und das sind unsere Herausforderungen, die wir haben und, oder Tatsachen. Und ich sage jetzt mal Kombination, wenn das so eintritt wie jetzt, mit auch bis jetzt einer fantastisch laufenden Wirtschaft, dann schenkt das ein, auf Deutsch gesagt. Und dann muss man alles daran setzen, um Gegenmaßnahmen zu treffen. Man hört ja auch viel, jetzt gerade die Generation Z, die jetzt auch im Arbeitsmarkt ist oder jetzt auch noch auf Lehrstellensuche ist, jetzt bald ist es schon die nächste Generation, aber sagt mir viele auch, ja, die sind gar nicht mehr so bereit, viel zu arbeiten, die wollen alle 80% arbeiten. Ja, meinst du, ist das auch ein Problem oder liegt mehr die Verantwortung wirklich bei den Unternehmen, auch bei der Politik? Ich sehe die Verantwortung klar auf drei, eben auf der Politik, auf dem Bildungssystem und bei den Unternehmen. Es ist jetzt ein Markt, wo die Unternehmen müssen um die Arbeitskräfte kämpfen und sich gut positionieren. Also ein Wettbewerbsmarkt, das ist es ganz lange nicht gewesen. Das tut auch die Ausbildung in der HR-Industrie weniger berücksichtigen. Und die These von der Jüngsten noch schnell zu dem Wort, das höre ich auch überall. Ob die Studien tatsächlich so nachhaltig sind, wage ich auch zum Teil in Frage zu stellen. Es gibt sicher auch einen grossen Unterschied zwischen Stadt und Land und innerhalb der Firmen. Und da muss ich auch sagen, ich bin jetzt auch noch in der Generation Z mit 25, aber ich finde auch, da wird sehr viel geschrieben und gesagt, was auch nicht wirklich der Generation entspricht. Also das ist einfach meine persönliche Sicht auch. Weil ich manchmal auch, finde ich, greift man da ein eine Generation an. Aber ja, soweit wollen wir jetzt auch nicht ins Detail. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, wir wollen ein bisschen reden, was kann man aktiv wirklich machen, gerade wirklich auch so aus Unternehmenssicht. Man redet immer vom Königsweg, gerade auch als Jugendliche, man hat alle Chancen, man hat ein extrem transparentes System. Ist der Königsweg, also die Berufsbildung, eigentlich wirklich auch für die Unternehmen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen? Ist das der absolute Königsweg? Ja, also noch vielleicht zu vorher gesagt, die Studien über Generation Z oder über andere versuchen ja immer einen Mittelwert oder da versucht man, ja eben Studien sind Studien und man versucht Trend festzustellen. Und wahrscheinlich bildet das schon gewisse Trends ab, aber eben, wie es ist mit Studien, die können in der Praxis in ganz vielen Orten total unterschiedlich gelebt und erlebt werden. Und dann zurück zu deiner Frage, ob das der Königsweg ist. Ich glaube, dass wir tatsächlich ein sehr, sehr gutes Ausbildungssystem haben. Das sagen ja auch Fakten, wenn man Studien anschaut im Zusammenhang mit Innovation. Sie ist die Schweiz ganz, ganz vorne. Und dass wir so eine hohe qualitative oder so spezialisierte Produkte haben, die weltweit vermarktbar sind, das ist sicher auch ein Teil dem Bildungssystem zu verdanken, wo eben eine Mischung ist zwischen praktischer Kompetenz, theoretischer und Forschungskompetenz. Ich habe auch gelesen, dass man wie die Wirtschaft eigentlich vorgibt, was überhaupt nachgefragt wird. Ist denn das so ein bisschen der entscheidende Aspekt? Weil für mich ist schon logisch, wenn viele ausgebildet werden, viele treten früh in den Arbeitsmarkt, das hilft natürlich den Unternehmen. Aber wo ist noch so ein bisschen das Entscheidende, dass das Berufsbildung auch, gerade ich sage, in 50, 60 Jahren, wo man sich vielleicht auch ein bisschen wandelt, dass das immer noch so hilft? Ja, also du sprichst wahrscheinlich an, dass wir sozusagen marktgerichtetes Bildungssystem haben, wo der Wirtschaft soll ihre Bedürfnisse erfüllen, oder? Und das ist eine schwierige Diskussion in der Bildungspolitik. Soll ein junger Mensch sehr früh zielgerichtet auf den Markt sich ausbilden und weiterbilden oder soll er einfach seine eigenen Wünsche und Fähigkeiten und Neigungen angehen und dann allenfalls aber das Risiko haben, dass er im Markt dafür keine Stelle findet. Ich glaube, dass der erste Weg der pragmatischer ist, so wie man jetzt auch mit Arbeitslosenquoten in der Schweiz oder im europäischen und weltweiten Umfeld sieht. Aber es braucht ein gutes Augenmass, es ist ein schwieriger Grad, dort den richtigen Weg zu finden, oder? Zwischen Marktorientierung und Individualisierung, also was der jeweil Einzelne für Fähigkeit und Wünsche hat. Also es muss eigentlich wie ein Mix sein, oder? Weil schlussendlich würde ich ja als Arbeitnehmer auch glücklich sein, ich würde ja Spass haben. Und das heisst, alles am Markt ausrichten, ist ja dann, will ich ja auch nicht, oder?
Ganz genau. Also das Ziel ist ja schlussendlich, dass du Freude hast beim Arbeiten. Jetzt ist es einfach so, es gibt vielleicht Studienrichtungen. Das sieht man im näheren Umfeld in Europa. Spanien hat eine Jugendarbeitslosenquote um die 50% rum. Die haben alle studiert. Also die Arbeitsmarktintegration von solchen Jugendlichen, zum Beispiel in Spanien, ist äußerst schwierig. Jetzt, böse Zunge kann man sagen, die haben einen Markt vorbei ausgebildet, mit sehr hohen Kosten, weil das kostet ja auch viel. Also dort den Mittelweg zu finden, ist eine Herausforderung für alle Bildungssysteme auf der ganzen Welt. Könnte man jetzt sagen, eigentlich als konkreter Lösungsansatz, dass alle Unternehmen, die können, die auch genug Arbeit haben, dass die das Maximum an Lernenden sollen ausbilden und dann haben wir das Problem sozusagen gelöst? Das könnte ein Ansatz sein. Ich glaube, wir müssen uns sowieso stark einsetzen, dass die Ausbildungszahlen in der Lehre hoch bleiben. Ich glaube, es ist für jede Firma ein grosses Potenzial dort drin. A, in der Kultur, wenn man junge Leute hat, und B, aber eben ganz egoistisch in der Fachkräfteentwicklung, weil man weiß ja auch wieder aus Studien, dass Lehrling ausbilden sich schnell lohnt. Also es gibt ganz wenige Ausbildungen, wo man sehr viel investieren muss oder es quasi ein Minus- oder ein Negativgeschäft ist. Die meisten Lehren sind sehr schnell ein Positivgeschäft. Das ist eigentlich ein Grund mehr, um auch auszubilden. Aber ich glaube, dann vor allem nachhaltig gesehen ist dann der grosse Wert auch, oder, wo sich es auszahlt. Ja, ganz klar, oder? Also, wenn es einer Firma gelingt, jemanden auszubilden und zu behalten und zu entwickeln, ist das in der Wertschöpfung, wenn man die Arbeitskraft und ihre Wertschöpfung anschaut, eine sehr eine erfolgreiche Sache. Also, darum bilden ja auch in der Schweiz so viel aus. Aber dann kommen wir vielleicht wirklich zum nächsten Problem und das höre ich auch manchmal aus gewissen Branchen, dass zum Beispiel eine Lehre gerade zum Teil auch so im Gesundheitsbereich mega beliebt ist und man hat mega viele Lernende. Aber sobald dann eigentlich mal die Lehre vorbei ist, gehen dann eigentlich auch viele von diesen Jugendlichen gehen dann weiter, weil sie einfach da noch die Chance haben zu studieren, da noch etwas zu machen. Und dann muss ich ja sagen, als Betrieb, dann denke ich, ja shit, jetzt habe ich ausgebildet, aber jetzt nützt mir jetzt auch nicht, jetzt sind die Leute gleich wieder weg, oder? Was sagst du denen? An einer Branche, es gibt Branchen, die diesbezüglich grössere Herausforderungen haben als andere. Und es muss an einer Branche gewinnen. Das ist eine Aufgabe auch vom Berufsverband und von der Berufspolitik von dieser Branche, die Leute in der Branche zu behalten. Jetzt aus egoistischer Sicht, wenn das gelingt, dann geht vielleicht bei mir jemand weg nach der Lehre oder ein paar Jahre später. Aber ich habe auch die Chance, dann jemand von einer anderen Firma wieder zu gewinnen. Wenn die tatsächlich Branche verlassen, dann ist die Herausforderung noch grösser. Du sprichst dann auch so ein bisschen den Markt an, oder? Wir haben ja auch eben ein Angebot Nachfrage oder auch nach der Lehre, wie wir jetzt anhand von diesen Zahlen gesehen haben. Das heisst, eigentlich als junger Mensch kann ich dann extrem auch zwischen den Arbeitgebern hin und her springen, blöd gesagt, oder? Weil ich bin eigentlich gefragt auf dem Arbeitsmarkt. Ja, ganz klar. Also im Moment ist das so und das haben wir schon mal gehabt. Oder es gibt es immer wieder in der Geschichte von der Arbeitswelt, dass Arbeitnehmer sehr grosse Auswahlmöglichkeiten haben, die Löhne steigen etc. Und im Moment ist diese Situation tatsächlich da. Und es kommt ja dazu, dass gewisse Branchen, gewisse Unternehmen es auch gar nicht schaffen, überhaupt erfolgreich auszubilden, weil vielleicht ihr Beruf zu wenig Nachfrage hat oder das Unternehmen, oder sie haben bis jetzt noch nicht die Politik in der Firma, dass man wirklich gross ausbildet. Und die haben dann wie nochmal ein zusätzliches Problem, dass man nicht mal in der eigenen Reihe schon aufschaffen kann. Also was machst du dann eigentlich, wenn du schon das Problem hast beim Ausbilden und jetzt haben wir noch den Fachkräftemangel, dann bist du eigentlich als Unternehmen irgendwo da und musst fast ein bisschen Angst, dass du überhaupt genug Leute hast, um am Ende die Arbeit zu erledigen, oder? Ja, das ist ganz klar. Das ist existenziell. Das ist ja auch etwa mal in kleinen Firmen sogar die Nachfolgeregelung, oder? Also Fachkräfte und Nachfolgeregelung ist für kleine Unternehmen und auch für viele mittlere ein ganz zentrales Thema. Und wenn sie das schaffen, dann lebt das Unternehmen länger, behaltet die Qualität der Produkte und Dienstleistungen hoch und sonst zerfällt das Schritt um Schritt. Es ist ja eben schlussendlich, das liest man auch viel, es ist wie ein Wettbewerb geworden, oder? Oder man sagt ja zum Teil, ja, jetzt kann man plötzlich einen Lohn fordern, weil der Arbeitgeber muss einem den fast geben, weil sonst ist man dann weg.
in diesem Wettbewerb, was sind für dich so ein bisschen die wichtigsten Wettbewerbsvorteile, die man als Unternehmen kann führen? Also da kann ich auch sagen, wir arbeiten ja mit um die 3000 Firmen zusammen. Und es ist ganz erstaunlich, wie gewisse Firmen in der gleichen Branche viel weniger Probleme haben als die anderen. Also es gibt auch jetzt Outperformer, wie es die überall gibt, auch im Sport, unter schwierigsten Bedingungen. Jetzt kann man sich fragen, warum haben die ein kleineres Problem als andere? Und unsere Beobachtung ist, oder meine Beobachtung ist, dass das sehr viel mit der Kultur zu tun hat, die in einer Firma herrscht, und mit dem Produkt Firma. Was ich damit meine, ist eine Firma wahrnehmbar eben wie ein Produkt mit seiner Kultur, mit seinem Führungsstil, mit seinem Aus- und Weiterbildungskonzept, mit seinen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter, dann aber auch mit seinem Produkt und mit seinem Image. Und das spricht sich um. Das hat eine grosse Auswirkung auf die Belegschaft und spricht sich um und ist natürlich auch einfacher vermarktbar, wenn man Personalmarketing macht oder Employer Branding, als wenn das weniger ein homogenes Produkt ist. Und die Produkte vielleicht noch als Folgendes. Eine Firmenkultur, das kann völlig unterschiedlich sein. Das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und ganz andere, der eine ist mehr patronorientiert, die anderen sind mehr teamorientiert, die einen führen mehr militärisch, die anderen mehr kollaborativ. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Was man sieht, ist, es müsste einigermaßen eben kompakt sein und verständlich. Und dann passt es den einen und den anderen nicht, aber man hat ein Produkt, das vermarktbar ist als Arbeitgeber. Also Firma als Arbeitgeber Produkt. Also das heisst, die Kultur ist dir dann fast wichtiger als, ich sage jetzt, die Arbeit selber oder einfacher zum Vermarkten in dem Sinn? Ich glaube nicht, dass es wichtiger ist, aber es ist eine wichtige Voraussetzung, um die Arbeit zu vermarkten. Weil man kann dann einfacher auf den Markt gehen und dem Arbeitnehmer sagen, schau, das ist sozusagen der Boss, wo du einsteigst, mit dem gehst du auf die Reise und dein richtiger Platz, das ist ja die Arbeitsstelle, das ist dann der zweite Punkt, den man anschaut. Wenn man diese zwei Fragen einem Arbeitnehmer klar kann beantworten, dann ist man ein klares Produkt aus unserer Erfahrung. Und in die Kultur geht aber auch so ein bisschen die Weiterentwicklung, weil ich meine, egal jetzt welcher Beruf, aber ich glaube, irgendwann wird es langweilig, sage ich jetzt mal, wenn ich 10 Jahre nur das Gleiche mache. Also auch, ist das wie ein Teil, wo immer zu spüren, hey, ich kann mehr machen, ich kann weiter schaffen, ich kann mich weiterentwickeln, ich komme vielleicht auch mehr Lohn über, ich weiß nicht, oder? Ist ja auch eine Anforderung. Mhm. Also ich bin nicht ganz sicher. Ich habe viele Leute in meinem Leben getroffen, die viel länger als 10 Jahre das vermeintlich Gleiche gemacht haben und sehr glücklich durchs Leben gegangen sind. Das vielleicht noch als Bemerkung. Und ja, also die Weiterentwicklung spielt eine wichtige Rolle. Das kommt aber auch auf den Ehrgeiz von jedem einzelnen Mitarbeiter drauf an, oder? Und auf die Wachstumsambitionen von einer Firma. Also sprich, wenn ich in eine Firma einsteige mit grossen Wachstumsambitionen, dann ist auch zu erwarten, dass ich gefordert werde, Weiterbildung machen muss und so weiter. Wenn aber eine Firma aus kulturellen Gründen oder aus geografischen Gründen das beschränkte Wachstumspotenzial hat, dann sind logisch die internen Entwicklungsmöglichkeiten mehr fachlicher Natur, weniger quasi Führungsthemen und so. Das ist dann ein anderes Produkt, wo ich mich oder in eine andere Kultur, wo ich mich hineinbegebe. Du hast jetzt gesagt, du hast viele Leute getroffen, die 10 Jahre das Gleiche gemacht haben. Aber glaubst du, die Generation, die jetzt am Arbeitsmarkt reingekommen ist oder noch kommt, ist die überhaupt bereit, zum einen 10 Jahre das Gleiche zu machen, aber vor allem auch 10 Jahre am gleichen Ort? Also eigentlich das Leben 10 Jahre oder 15 Jahre die gleiche Firma verbringen. Ist das noch wirklich realistisch? Das ist eine Frage an die Zukunft und meine Erfahrung mit Zukunftsvoraussagen ist so, dass sie nie eintreffen, genau so wie Zukunftsforscher sagen. Darum ist es ganz schwierig für mich jetzt zu beantworten. Es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein. Ich wünsche mir natürlich in einer idealen Welt, kann jede Firma wachsen und grösser werden, weil sie mehr Nutzen bietet. Und wenn sie mehr Nutzen bietet und weiter wächst oder sich qualitativ verbessert, dann gibt es auch für Mitarbeiter immer mehr oder weiterhin grosse Chancen. Was wieder für in dem Fall, wenn jetzt die junge Generation wirklich so lernfähig und interessiert wäre und weniger an Repetitiven arbeitet, dann wäre das die Idealwelt.
Also kein Unternehmen, das stagniert. Oder? Und man kann natürlich auch feststellen, das ist ja ein ökonomisches Prinzip oder ein Wirtschaftsgesetz, wenn ein Unternehmen stagniert, ist das eher Rückschritt und ist es der Anfang vom auch ein bisschen Untergang. Über das gehört mir auch viel gerade so aus dem Motivationsbereich, dass es eben auch persönlicher so ist, oder? Dass wenn man nicht weiterkommt, dann ist es ein Rückschritt, ja. Vielleicht noch ein anderes Thema, konkret der Lohn ist auch immer wichtig. Ich meine, gerade im Moment haben wir eine Teuerung, in der Schweiz noch verhältnismäßig viel geringer als in unseren Nachbarländern zum Glück, können wir auch dankbar sein, ein Stück weit. Also es wird alles teurer, aber allgemein ist es ja immer so, Lohnverhandlungen oder nach einem Jahr, hey, ich will wieder mehr Lohn. Und ich frage mich einfach generell, ist der Lohn so wichtig? Wir haben zum Beispiel, ich habe ein konkretes Beispiel vorbereitet, das ist zum Beispiel Gastro. Und das ist jetzt einfach, ich stelle jetzt die These in den Raum. Aber eben durch die Pandemie, das wissen wir, dass viele aus der Gastro-Hotellerie gegangen sind, weil sie ja auch nicht mehr wirklich arbeiten können. Und man hat es nicht immer geschafft, die Leute auch wieder zurückzuholen. Und eine These da ist natürlich auch zu sagen, hey, jetzt sind die in einem anderen Bereich, haben sich umgeschult, haben dort deutlich mehr Lohn. Und ist der Lohn, also ist das wirklich ein ausschlaggebendes Argument auch? Jetzt gerade als Arbeitgeber, wir haben vorher über Kultur und alles gesprochen, aber ist das ein wichtiges Argument? Ja, ich glaube, dass in gewissen Branchen und in gewissen Berufen die Löhne so tief sind und auch die Leute, die dort arbeiten, von der Kultur her oder von ihren Rahmenbedingungen her so eng müssen haushalten, dass der Lohn matchentscheidend ist. Also für viele Leute geht es dann nicht um die Erfüllung in der Arbeit, leider, sondern um das schlichte Überleben. Und dann ist der Lohn entscheidend für die Leute. Und dann ist es natürlich für die Branchen, die diese Situation haben, wahnsinnig schwierig, die Lohn zu erhöhen. Weil meistens ist ja hinten dran ein Produkt oder eine Dienstleistung, die jemand abnehmen muss oder wo jemand abnimmt und dann müssten die Sachen, also die Preise steigen. Also zum konkret auf deine Gastronomie eingehen und auf das Beispiel, da gibt es zwar bessere Spezialisten an sich, aber es ist klar, im Moment haben die auch gerade das Thema Energiekosten auf dem Tablar, aber es würde ja im Umkehrschluss heissen, die Margen in dieser Branche sind nicht so gross, also es würde im Umkehrschluss heissen, dass alles teurer wird, was du trinkst, was du isst, was du als Dienstleistung in Kauf nimmst und dort ist ein schmaler Grad. Was verträgt der Konsument, du, ich und alle anderen und was nicht. Und aber zum Lohn generell stellen wir fest, oder kann man auch wieder, da kann man viele Studien lesen, grundsätzlich ist es eine Frage erstens von der Person, wie hoch sie das gewichtet für ihr Selbstwertgefühl. Also es gibt die individuellen Komponenten. Aber je älter das man wird und je mehr dass man das verfolgt, tun im Alter oder äußerst erfolgreiche Leute ist es weniger wichtig, als man denkt. Das heisst, es gibt Erfüllung im Job, sich können etwas leisten, etwas können beitragen. Also gibt es ganz viele Werte, die wichtiger sind als der Lohn. Aber gewisse Branchen haben in dem Fall gleich, wenn ich das richtig rausgehöre, wie schon ein Wettbewerbsnachteil, weil sie halt einfach nicht die Marge herbringen, um auch entsprechend die Löhne zu zahlen. Vielleicht ist es ein Wettbewerbsnachteil, vielleicht sind sie noch nicht genug organisiert oder rationalisiert. Also die Frage ist, wo es das Potenzial gibt. Gut, aber eben, ich glaube, wichtig ist ja, man hört immer die Sinnhaftigkeit, die so gefragt ist. Und da würdest du ja sagen, ab einem gewissen, ich sage jetzt Lohnniveau, ist dann wahrscheinlich irgendwann der Sinn zu sehen, wichtiger für einen Jugendlichen. Weil eben schlussendlich verbringst du ja den grossen Teil auch beim Arbeiten von deiner Woche sozusagen. Ja, also ich würde auch jedem Jugendlichen, der startet, auch während der Lehre, sollte eigentlich starten, ohne den Hintergedanken, den und den Lohn. Das ist eine super Sache, wenn der Lohn auch noch hoch ist, aber grundsätzlich geht es darum, eine Tätigkeit zu finden und ein Team vor allem, wo ich etwas lernen kann und wo ich den Plausch habe, um am Montag dort herzugehen. Und was für die Jungen gilt, gilt für die Älteren genauso. Ja, das ist der Kern vom Arbeiten. Gut, und noch so ein bisschen der Kern von der Lösung. Also es ist ja klar, dass es nicht ein Patentrezept gibt. Es braucht verschiedene Anspruchsgruppen. Aber gleich so ein bisschen das Zusammenspiel noch zum Abschluss. Und du hast das auch schon ein bisschen angetönt, du hast zum Beispiel Politik auch angesprochen. Ich habe mir da mal aufgeschrieben, es gibt eben zum einen Firmen, wir haben über Branchen, Verbände, wir haben Politik geredet, wir haben über Gesellschaft als solches geredet, oder? Ich denke auch die Eltern oder auch die Familie, wichtige Bezugsfaktor bei gewissen Entscheidungen, egal ob es Jugendliche oder später. Wo braucht es noch am meisten, wo ist noch am meisten Nachholbedarf um, um einfach wirklich etwas machen gegen den Fachkräftemangel?
bin davon überzeugt, dass es jetzt eine sehr wichtige Zeit wäre, wo Politik vor allem auch muss für die Berufslehre einstehen. Wir haben Zuwanderung und wir werden Zuwanderung haben und unser System oder unsere Berufslehre, so quasi der goldige Weg, ist dort nicht bekannt. Das heisst, Leute, die zu uns kommen, ob sie hochausgebildet sind oder tief ausgebildet, denen ist nicht bewusst, was Berufslehre in der Schweiz bedeutet und dass das keine Sackgasse ist. Und es ist eine politische Aufgabe und wie soll ich sagen, eine Aufgabe von allen Bildungsplayer, das transparenter zu machen. Weil ich bin stark der Meinung, dass eine Gymnasiumquote oder eine Abiturquote, wie sie zum Beispiel in Deutschland ist, von, sage jetzt brutalerweise Zahl, das mögen nicht alle so gerne hören, von über Maximum, über 30% für eine Bildungsindustrie wie die Schweiz, gerne nicht gut ist. Also darum ist das eine der zentralen Aufgaben. Für die drei Punkte nochmal: Fachkräfteentwicklung, Integration und Jugendarbeitslosigkeit. Und dann, glaube ich, sind wir schon einen grossen Schritt weiter. Und der Rest vom Fachkräftemangel ist, glaube ich, ein Wettbewerb, wie ich auch schon angedeutet habe. Da sind die Firmen gefordert, die Arbeitgeber gefordert, um ihre Arbeitsplätze zu besetzen. Und das wird ein Verdrängungswettbewerb sein, wie in jedem Markt, wenn es viel Wettbewerb gibt. Aber dann vor allem ein wichtiger Punkt auch gerade so ein bisschen das Bewusstsein bei den Eltern, weil ich weiß nicht, was die neue Studie ist, aber zum Teil sagt man, 50% von der Jugendlichen jetzt haben dann auch einen Migrationshintergrund oder einen älteren Teil, der einen Migrationshintergrund hat. Und ich glaube, dann ist es extrem wichtig, gerade wenn die Person aus einem anderen System kommt, aus anderen Ländern, wo sie gar das System nicht kennen können. Also ist eigentlich der einzige Weg, dass sie das auch über Politik wirklich oder einfach über die Gesellschaft näher bekommen. Ja, es braucht zuerst den politischen Willen und nachher braucht es die praktische Umsetzung. It's all about execution, wie man so schön sagt. Und das geht bis hin, dass natürlich das Lehrerpersonal, wo ja auch eine wichtige Rolle spielt in der Ausbildung, aber auch die Eltern, dass Aufklärungskampagnen laufen, dass Transparenzmassnahmen gemacht werden, dass die ein Bild kriegen. Da arbeiten ja auch wir bei Justi so extrem dran, bei Professional, um eigentlich jungen Leuten ein Bild zu geben von dem, was da tatsächlich passiert in dieser Wirtschaft. Ja, wir sind bereits am Ende des Gesprächskurses. Ich habe noch eine letzte Frage. Was ist so dein persönlicher Wunsch für die Zukunft, zum einen von der Berufsbildung, aber auch vom Arbeitsmarkt generell? Ja, ganz generell, dass immer mehr Leute früher die Freude am Arbeiten erleben. Also man hört ja immer wieder den Satz, dass Leute das Gefühl haben oder gewisse Unternehmer, dass sie nie geschafft haben, sondern dass es eigentlich wie ein Hobby ist. Und das klingt ein bisschen romantisch, aber der Wunsch wäre, dass möglichst viel Beruf als Berufung erleben. Sehr schön. Danke vielmals für das Gespräch. Merci vielmals, Marc. Und ich danke ja, auch allen vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heisst Inside Berufsbildung.